Ja, grüße dich. Erstmal ein schönes neues Jahr und ja, dass du deine körperlichen Leinen auch mit meiner Hilfe in den Griff bekommst und einfach mehr Lebensqualität erreichst. Das wirst du auf jeden Fall erreichen, wenn du meine Anleitung hier auf YouTube befolgst oder dir vielleicht auch meine Komplettlösung holst. 30 Tage kannst du es übrigens gratis testen. So, worum geht es heute? Ich bin unter einem Video gefragt worden, was man tun kann, wenn man mit dem Meniskus Probleme hat, also mit dem Innenmeniskus und da nicht der vordere Teil, wo die meisten eher die Probleme haben, sondern der hintere Teil. Ich blende auch die Frage einmal ein, damit du dir einfach auch ein Bild davon machen kannst. Was hast du jetzt davon? Also du hast davon, wenn du Knieprobleme hast, egal in welcher Art und Weise, wird dir diese Information, die ich dir heute gebe, auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ich werde natürlich auch Übungen zeigen, die deine Wade lockern und so weiter und so fort. Warum, wieso, weshalb, das werde ich dir jetzt gleich auch direkt erklären. Okay, dann legen wir doch einfach mal mit den Sachverhalten direkt los, dass wir hier nicht ins Schwafeln kommen, sondern direkt zum Punkt kommen. So, ich blende jetzt einfach mal die Anatomie vom Knie her so ein bisschen ein, damit du einfach erstmal so ein bisschen ein Bild machen kannst, worüber hier wir reden. Dann siehst du einfach mal jetzt das Knie von vorne, jetzt siehst du das Knie von der Seite und jetzt von hinten. Und zwischen quasi Oberschenkelknochen und Unterschenkelknochen, da hast du ja die Menisken, ja? So, und wir reden jetzt hier von den hinteren Innenmeniskus. Der ist hier, wie du gesehen hast in den Kommentar, ist der eingerissen und diejenige hat da massiv Probleme mit und nichts hat bisher geholfen. So, wenn jetzt mal, ich blende jetzt noch mal ein, bei dem hinteren Meniskus, ja, da siehst du einen Knochen, der genau da von unten nach oben kommt und somit halt da auch ein bisschen Druck drauf gibt. Das ist der Wadenbeinknochen, ja. So, und da natürlich auch die Wadenmuskeln. Und da sind wir schon mal beim ersten Thema. Warum kann es sein, dass der Befragte oder oder die Dame, die hier gefragt hat, ich glaube, eine Dame ist es, ich bin mir jetzt immer nicht 100% sicher, dass das Problem nicht in den Griff bekommt. Und der erste Grund kann sein, weil zu viel Druck auf der Wade ist. Und was spricht dafür? Sie schreibt, dass die Pekka-Zyste sich immer sofort bildet, sobald sie hier das Knie ein bisschen belastet. Das spricht dafür, weil was heißt denn Pekka-Zyste? Was ist das? Warum bildet die sich? Das ist letztendlich Gelenkflüssigkeit, die immer sich einen Raum sucht, wo sie hin kann, weil sie nicht mehr gut abfließt. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass da alles sehr fest um das Knie ist. Und dann bildet die sich. Das heißt, im Umkehrschluss muss man das Gelenk wieder etwas mehr Freiheit bieten. Ja? Und sie schreibt ja auch, dass es kaum beugen kann. Ist ja auch logisch, weil wenn du jetzt nochmal, ich blende jetzt hier nochmal ein, die Anatomie, wenn der hintere Teil des Meniskus eingerissen ist und da es halt zu Schmerzen dann halt kommt, ja, dann erhöhst du ja den Druck, wenn du das Bein beugst, ja, da drauf mit, dann triggerst du das ja. Und das ist halt wichtig. Da müssen wir versuchen, den Druck wegzubekommen. So, der erste Ansatz, Pekka-Zyste. Deswegen ganz wichtig, die erste Übung, du streckst dein Bein, ziehst die Fußspitze hoch und jetzt streichst du hier von unten nach oben ab und gehst hier über die Kniekehle und hier über die Leiste und streichst es hier richtig nach oben. Und das machst du 2, 3 Minuten lang. Und immer hier wichtig, keinen Druck aufbauen mit den Händen, sondern oberflächlich, ja, ganz leicht hier einen Abstreich und immer über die Kniekehle hier gehen und dann nach oben die Leiste halt mal hier hoch, dann die Vorderseite hier, dass wir das erstmal alles quasi, dass wir den Lymphfluss anregen. Dafür ist das da, ja. Was ich da auch empfehle, lass dir, wenn du auch darunter leidest, lass dir vom Arzt eine Lymphdrainage verschreiben. Das ist auch ein Fachmann macht. Aber du kannst es halt noch zusätzlich selber unterstützen, indem du das hier halt machst. Also das wäre der erste Tipp, jeden Tag. Insbesondere dann, wenn die Pekka-Zyste da richtig doll ist. Ja, wenn halt hier sich der Knubbel da richtig bildet. So, das ist der erste Punkt. Dann das Gewebe schon mal etwas vorbereiten, indem du einfach ein bisschen hier abklopfst, um das Knie drumherum. Auch hier wieder Bein nach vorne, Fußspitze hoch. Warum, komme ich gleich nur drauf. So,
und dann hier schön abklopfen. Das so eine Minute machen. Ja, auch hier ruhig mal den Unterschenkel, die Wade mit dazu nehmen. Oberschenkel, Vorderseite und hier. So, ich habe ja gerade schon mal erklärt, dass der hintere Teil vom Innenmeniskus, da siehst du ja, kommt erst der Wadenknochen hoch. Ja? So, und wenn jetzt du extremen Druck auf den Wade hast, also auf den Muskel, dann drückt das immer halt auch hier ja, ins Kniegelenk rein, um das jetzt einfach zu halten. Ja? Also ich versuche es hier wirklich einfach zu erklären. So, dann wird die Gelenkkapsel richtig stark unter Druck gesetzt und dann wird Gelenkflüssigkeit produziert. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen alles dafür tun, dass dieser Druck hier auf den Innenmeniskus, auf den hinteren Teil des Innenmeniskus reduziert wird, sodass da mehr Freiheit drin reinkommt. Ja? Und das schaffen wir, indem wir die Wade lösen und lockern. Und die Wade lösen und lockern schaffst du über die Achillessehne, also auch über die Füße. Deswegen auch die Übung mit einbauen, beide Füße nebeneinander, Fußspitze und Ferse. Und immer die Ferse runterdrücken. Ja, richtig reindrücken und runterdrücken hier, dass wir die Achillessehne richtig schön strecken. Ja, und somit hier auch Druck, den Zug hier auf die Wade schon mit reinkommt. Ich hatte ja gerade bei den ersten zwei Techniken gesagt, dass du schön die Fußspitze hochziehen sollst. Warum? Damit wir da schon mal die Wade auseinanderziehen und so schon mal den Druck auf das Kniegelenk, auf den Innenmeniskus schon mal reduzieren. Ja? Und mit dieser Übung machen wir das weiter. Ich zeige dir gleich noch eine andere. Also hier diese Übung ganz, ganz wichtig fürs Knie, weil die Fußstatik ist entscheidend darüber, wie du dein Knie belastest. Und ich vermute, dass hier bei dem Kommentar, dass da auch eine sehr starke Vorfußbelastung mit einhergeht, dass derjenige oder diejenige den Körperschwerpunkt nicht auf den ganzen Fuß verteilt hat, sondern mehr auf den vorderen Fuß. Und dann hast du halt das Thema, dass die Achillessehne immer unter Dauerspannung ist, die Wade unter Dauerspannung ist. Und das wäre auch die Erklärung, warum immer diese Bekkasyste sich da bildet, weil da einfach zu viel Druck drauf ist. Ja? Und indem man halt die Wade lockert, und das muss man über die Plantarfaszie, die Achillessehne und die Wade. Diese drei arbeiten immer zusammen. Ja? Das heißt, ist Wade fest, ist automatisch Achillessehne nicht richtig gut und Plantarfaszie auch nicht. Und mit dieser Übung kriegst du das schon mal gut gelöst. Ja? So, dann jetzt noch eine weitere Übung für die Wade. Ein Bein nach vorne stellen, Fußspitze zieht hoch und jetzt gehst du hier runter und drehst die Hände rein und raus und wanderst um deinen Fuß drumherum. Das ist hier auch wieder Wade, Kniekehle, Rückseite. Und wichtig hier die Fuß, ja, der Fuß, dass der immer nach oben kommt und die Wippbewegung macht. Ganz, ganz wichtig. Und das natürlich mit Bein machen, nicht nur mit der Seite, wo es halt dramatisch ist. Also wichtig, alle Übungen bitte, habe ich ganz vergessen zu sagen, alle Übungen mit Bein machen. Nicht nur das Bein bearbeiten, wo das Problem ist, auch, sage ich mal, das Bein, was keine Probleme macht, da die Übung genauso machen. Also noch eine weitere Übung. Und jetzt, wenn du das alles jetzt schon umgesetzt hast, dann kannst du mal ein bisschen gehen, dann solltest du schon einen Unterschied merken. Das Knie sollte sich jetzt schon mal ein bisschen befreiter anfühlen. Und jetzt mal überleg mal. Und das, obwohl wir mit dem Knie noch nichts gemacht haben. Und das ist halt auch das Wichtige, dass du das Knie nicht noch mehr reizt im ersten Step. Deswegen empfehle ich da auch im ersten Step, das mit dem Knie erstmal gar nicht so viel zu machen. Ich zeige jetzt noch gleich eine Übung, wo wir das Knie noch mit bewegen, aber das war es dann auch schon. Und dann kann man, wenn man das regelmäßig macht und ein bisschen mehr Freiheit im Kniegelenk hat, dann kann man weitermachen. Und das wird jetzt aber diesen Rahmen von diesem Video hier sprengen. Ich zeige dir jetzt noch eine Übung, dann bist du schon mal gut versorgt mit wirklich sehr genialen Übungen. Wenn du das in dieser Kombi machst, ist einfach Wahnsinn. Also ich merke jetzt schon bei diesem bisschen, was ich hier gezeigt habe, Unterschied zwischen meinem rechten Bein und meinem linken Bein und vor allem auch im Knie. Ja? Und ich weiß, was Knieschmerzen bedeuten. Ich habe ja selber
Knieprobleme, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber ich habe da einen Kreuzbandriss, Innenmeniskus ist bei mir auch gerissen gewesen, habe da zwei OPs hinter mir. Deswegen weiß ich, was Schmerzen im Knie bedeuten und wie sie die Lebensqualität drastisch verschlechtern, was du dann alles nicht mehr tun kannst. Und wir reden hier vom normalen Alltagssituation. Wir reden noch nicht mehr von irgendwelchen Sportarten, die du nicht mehr ausführen kannst. Ja? Deswegen kann ich mich da sehr gut reinversetzen. So, und jetzt die letzte Übung. Was machst du? Die oder derjenige hat ja geschrieben, Ingrid steht ganz unter, es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also diejenige, Ingrid, du hast ja geschrieben, beim Beinbeugen tut es halt tierisch weh. Genau, deswegen die nächste Übung, einfach das Knie so weit beugen, wie es geht, ohne in den Schmerz reinzugehen. Wenn das erstmal nur so ein bisschen ist, ist es so ein bisschen. Jetzt nach vorne strecken, die Fußspitze hochziehen und die Ferse runter und dann wieder anbeugen. Zack, zack, anbeugen, zack, zack. Anbeugen und so imaginär vorstellen, wie du den Unterschenkel vom Knie quasi wegziehst. Ja, das stellst du dir nur imaginär vor, dass du quasi die Ferse Richtung Fußboden schiebst. Ja, beugen, zack, zack. Wenn du schmerzfrei beugen kannst, beugst du so weit, wie es geht. Ja, ansonsten nur so weit, bis du merkst, da fängt es leicht an zu spannen oder halt zu schmerzen. Da bleibst du dann und dann hier in die Position reingehen. Zack. 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 Na, ich zeige es auch mal von der Seite. Na, hier und zack. Zack. Na, also du versuchst mit der Ferse Richtung Fußboden. Nee, ich habe gesagt, das ist die letzte Übung. Ich runde es noch, muss noch eine Übung dazu machen. Und zwar ist auf den Fersen gehen. Du ziehst die Fußspitzen hoch, beide Füße sind gerade nach vorne und jetzt gehst du nur auf den Fersen. Gerne auch die Arme noch dabei nach oben strecken und nur auf den Fersen laufen. Das auch so 30 Sekunden machen, reicht vollkommen aus. So, jetzt hast du auf jeden Fall eine runde Anleitung. Und ich bin mir ganz sicher, dass dir das auf jeden Fall gut tun wird. Was empfehle ich noch dazu? Viel trinken, Vitamin C und Hyaluron als Nahrungsergänzung. Ich weiß, die Wissenschaft hat dazu widersprüchliche Angaben. Ich kann dir aus meinen Erfahrungen aber erklären und erzählen von meinen Kunden, denen ich das auch empfohlen habe, gerade mit Kniearthrosen vierten Grades, also sprich, da ist kein Meniskus mehr da, kein Knorpel mehr da, da ist schon alles weg, da ist schon Knochen auf Knochen, also richtig heftig Schmerzen. Und eine Kundin nimmt das jetzt seit fast 2 Jahren, da habe ich ihr das empfohlen. Und die hat mir, ich habe es neulich nochmal gefragt, wie es bei ihr aussieht, und hat sie nochmal gesagt, sie nimmt immer noch das Hyaluron, weil wir sprechen natürlich nicht jedes Mal darüber, aber sie nimmt es immer noch und seit sie es nimmt, muss sie keine Schmerzmedikamente mehr nehmen. Und die Erklärung ist auch logisch, weil Hyaluron, man hat in der Faszienwissenschaft, hat man herausgefunden, dass bei Schmerzpatienten in der Faszienschicht, wo eigentlich Hyaluron mehr drin sein soll, weil es nämlich auch ein Schmiermittel ist unter anderem, also Hyaluron hat mehrere Eigenschaften, ja. Unter anderem ist es ein Kleid- und Schmiermittel von Faszienschichten und Muskeln, wenn die aneinander gleiten müssen. Man hat bei Schmerzpatienten quasi festgestellt, dass da in dieser Schicht, wo das mehr drin sein muss, weniger drin ist. Und das halt Schmerzen verursacht, weil in den Faszien halt viele Nervenendigungen vorhanden sind. So, und das ist quasi der Umkehrschluss. Wenn du halt Hyaluron von außen im Körper noch nimmst, lagert er das ein. Und wenn du jetzt dazu die gezielte Bewegung machst, so ist dann die Annahme, da muss ich wirklich auch im Konjunktiv sprechen, weil es ist ja kein Fakt, so ist dann die Annahme, dass dann der Körper das an diesen Stellen mehr hintransportiert, wo man es halt auch braucht, wo man sich da halt mehr bewegt. Ja? Und deswegen ist dieses Hyaluron, was ich empfehle, immer in Verbindung mit Bewegung dazu ganz wichtig. Und wie gesagt, die eine Kundin, ich habe noch viele andere mit Kniebeschwerden, denen habe ich es auch empfohlen, die haben mir das Gleiche berichtet. Also musste auf jeden Fall, es kann natürlich auch Placebo-Effekt sein, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur die Feststellung gemacht, dass es bei diesen Menschen
extrem geholfen hat. Ja? Und deswegen auch hier den Tipp, ich gebe dir jetzt hier keinen Link, weil ich da keine Firma empfehle oder irgendwie, ich arbeite auch mit keiner zusammen. Deswegen will ich auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich daran verdiene. Das ist einfach nur ein Tipp von mir. Wenn dich das interessiert, kannst du selber danach googeln. Ich meine, dass natürlich das Hyaluron nicht Kosmetikprodukt, sondern Nahrungsergänzung. Ja, also nicht irgendeine Creme oder so, die dann deine Haut straffer macht. Ja, weil das macht Hyaluron auch. Hyaluron, das nochmal zu erzählen, hat in unterschiedlichen Körperbereichen unterschiedliche Funktionen. Das ist auch ist eigentlich irgendwo ein bisschen auch strange, weil in bestimmten Körperbereichen ist es für Stabilität und Festigkeit mitverantwortlich. Und dann fungiert es aber auch wieder als Schmiermittel und für die Beweglichkeit. Ja, also das ist halt verrückt eigentlich. Okay, gut, jetzt habe ich genug erzählt. Also das waren die Tipps. Und ganzheitlich immer rangehen. Und ganzheitlich kannst du dein körperliches Wohlbefinden mit meinem Programm Remove Your Body steigern. Und da hast du alles drin, was ich zu bieten habe. Du kannst montags 19 Uhr am Live-Training teilnehmen. Du hast das Atemprogramm mit dabei. Du hast in diesem Remove Your Body eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei. Und wenn du nach 6 Wochen das weitermachst, ja, weil du kannst es 30 Tage lang komplett gratis testen, wenn du dann weitermachst, bekommst du von mir nochmal ein individuelles Vorgehen dazu. Und deswegen hol dir das, weil du gehst kein Risiko ein. Du kannst sagen, wenn du nach 3-4 Wochen feststellst, ey, ist doch nicht so toll, wie der Tobias das so berichtet hat, dann drückst du einfach auf den Kündigungsbutton und schon hat sich das für dich erledigt. Ansonsten geht es danach weiter und dann ist es so, dass es noch nicht mal einen Kinobesuch für dich kostet, also mit Popcorn, also 19,99 € im Monat und das so lange, wie du möchtest. Okay, dann mach hier einen Daumen nach oben. Ich finde, dieses Video, diese Übung im Zusammenhang wirken richtig gut. Ich merke es gerade bei mir und das wird bei dir genauso sein. Deswegen mach hier einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere diesen Kanal, damit du kein Video verpasst, wenn ich es hochgeladen habe. Oder stell mir auch gerne deine Frage und ich antworte darauf. Okay, ich bin raus. Ciao, dein Tobias.